Und dann dachte ich mir, dass ich vielleicht heute mal eine Runde Heat spiele. Ich, in meinem leicht matschigen Kopf, hoffe ich, kriege ich die Regeln soweit auf die, äh, auf die Reihe. Dann, weiß nicht, kennt, kennt ihr Heat? Habt ihr Heat schon mal gespielt oder gesehen? Weißt, kennt ihr die Regeln? Ist natürlich ein Rennspiel, was auf Rouge lose basiert, ähm, sind zumindest dieselben Entwickler, so also größtenteils zumindest. Ich glaube, es sind dieselben Entwickler. Und es ist halt ein Rennspiel, wo wir. Ja, jetzt gucke ich mal gerade. Jetzt habe ich natürlich oben rechts nichts. Ah, okay, das ist ja genau. Das war so. Genau. Da sieht man die Rennwagen an der Startlinie stehen. Ähm, der silberne, anthrazitfarbene vorne links ist meiner. Und ich fahre gegen drei. Ähm, gegen drei. Und das ist bei dem Spiel halt auch sehr easy eigentlich umgesetzt und sehr schön umgesetzt. Äh, denn es funktioniert wirklich einfach. An sich das Spiel ist schon einfach. Wir können ja mal kurz hier auf mein Tableau gehen. Das sieht man so hier oben ein bisschen rechts an der Ecke. Ähm, ich habe einen Nachzugstapel. Da sind Karten drin. Äh, äh, Heat war schon auf der Spiel ein großes Ding und sollte dann eigentlich erstmal nicht auf Deutsch erschienen, erscheinen. Ich habe da auch mit Asmodee äh, auf der Messe gesprochen, aber. Wie gesagt, da war wieder das Feedback so groß. Jetzt hat man es in Deutsch rausgebracht, bei Thalia allerdings erstmal. Aber ich glaube, es sollte nur zeitexklusiv bei Thalia sein. Es soll dann später auch normal, hoffe ich, in den Handel kommen. Ist ja ein schönes Rennspiel, was man bis zu sechs Leute spielen kann. Also in der Grundbox sind sechs Rennwagen drinne, sechs Kartensets. Man hat halt hier so Karten, die das sind erstmal die Karten, die man quasi im eigenen Deck hat sieht man an dieser in dem Fall auch weiß-grauen Farbe. Die gibt es halt für die sechs Spielerfarben. Und ähm, dann gibt es noch Sonderkarten, zum Beispiel hier die 5 zum Beispiel, ist eine Upgrade-Karte, die allerdings schon quasi standardmäßig im Grunddeck mit dabei ist. Genauso wie die 0 oder hier diese eine Hitze, die auf jeden Fall dabei ist, komme ich gleich zu. Da gibt es noch diese Stresskarten, wenn ich die ausspiele, muss ich ja halt zufällig noch Karten nachziehen und dann fahre ich halt weiter. Unser Ziel ist es halt, als Erster am Ziel anzukommen, was bei einem Rennspiel nicht so ungewöhnlich ist. Und zwar haben wir hier auf der rechten Seite eine Gangschaltung. Ich habe hier meinen Gangschaltungsschalter ist auf oh Gott so ähm, auf, auf dem ersten Gang. Das heißt, ich spiele eine Karte aus. Ähm, Im normalen Multiplayer-Spiel spielt man die verdeckt aus und dann decken alle auf. Das kann ich ja hier offen machen. Man hat sechs, äh, sieben Handkarten auf der Hand. Man sieht das auch sehr schön. Ähm, hier oben ist der ganze eigene Spielzug, beziehungsweise der gesamte Spielzug von allen sozusagen abgebildet. Das heißt, am Anfang kann man Gang wechseln. Man kann also hoch und runter schalten, entsprechend ja, wo man auf der Strecke ist. Wenn man natürlich auf der Geraden ist, zum Beispiel hier unten ist eine lange Gerade, dann versucht man hochzuschalten, um mehr Karten zu spielen. Mehr Karten bedeuten im Zweifel mehr Schritte, denn die Zahl hier oben bedeutet halt, wie weit ich mich bewegen kann. Ne? In engen Kurven und das gibt halt so Kurven, da sieht man auch Beschränkungen in den Kurven, wie schnell man hier durchfahren darf. Und ähm, da schaltet man im Zweifel ein bisschen runter, um halt weniger. Ähm, ach, man kann es vorbestellen bei der Spieloffensive, ah cool, okay, also, immerhin. Ähm, und schaltet man halt runter, um wieder weniger Karten zu spielen, weil wenn man nämlich zu schnell durch Kurven fährt, also in dem Fall schneller als die 7, bekommt man solche Hitzekarten ins eigene Deck. Ins, in die Ablagestapel und dann später natürlich ins Nackzuchtdeck. Und die sind natürlich nicht gut. Die Hitzekarten sind schlecht, denn die verstopfen das eigene Deck. Und ähm, man braucht wieder Kühlung, um die wieder aus der Hand hier auf diesen äh, Ablagestapel, auf diesen mittleren Stapel legen zu können. Aber man kann natürlich teilweise auch sagen, ich gehe, ich versuche, um zu gewinnen, ein bisschen schneller zu fahren, riskiere eben Hit, also Hitze zu bekommen. Ähm, überhitze meinen Motor halt thematisch gesehen absichtlich. Und so versucht man halt möglichst Karten auszuspielen, auf Geraden halt viele Karten, dass man schnell ist, in Kurven halt weniger, dass man halt ähm, nicht zu viel Hitze bekommt und so versucht man halt als erster rumzukommen. Und normalerweise spielen halt alle Spieler aus einem Deck. Wer sie spielen es aber solo und das ist ziemlich cool beim Spiel, man kann nämlich äh, ja, bis, zu, bis zu fünf äh, Solo-Gegner sogenannte Legenden spielen ähm, und die Legenden sind halt die anderen Farben, die jetzt hier ähm, auf dem am Spielfeld stehen, also gelb, rot und grün. Und die Legenden haben eigene Karten, die ich dann aufdecke. Und das sieht dann so aus. Und da kann man ganz einfach entscheiden. Je nachdem, wo die Legende steht, nämlich es gibt auf dem Spielfeld sogenannte Legendenlinien, die immer quasi vor der nächsten Kurve sind. Wenn man das hier hat und es würde wer gelb dran. Dann schaut man erstmal grundsätzlich, ähm, wir können mal auf die große Ansicht gehen. Hier ist ja die Kurve, also steht noch vor der Linie. Und äh, wenn noch vor der Linie steht, dann ähm, guckt man, wird normalerweise die Zahl hier unten nehmen, also 19. Aber man sieht ja schon, sind Zahlen drauf. Also es sieht jetzt vielleicht ein bisschen schwer, aber das sind Zahlen, die halt bis zur nächsten Kurve gehen. Das ist ganz gut, das hilft auf jeden Fall. Also 12 bis zur nächsten Kurve, gelb wird aber 19 fahren. Damit würde er durch die Kurve fahren, was er nicht machen kann. Also stelle ich ihn einfach auf die 3. Also er da wird dann einfach quasi auf, hier sind auch diese, ähm, sieht man hier ein bisschen, äh, ein bisschen schlechter. Sieht man das ja hier? Dieses Dreier-Symbol, da wird er drauf gestellt. Wenn er dahinter stehen würde, wenn er jetzt zum Beispiel hier stehen würde, also nach der Kurve schon, dann gucke ich, okay, was ist hier, achso, sieht man jetzt wieder nicht. Also wenn er jetzt hinter der Linie steht schon, also näher zur Kurve, dann fährt er einfach so viel wie die Kurvenzahl plus 3. Also würde er jetzt 10 fahren, würde er jetzt hier lang. Also es ist eigentlich relativ easy, wenn man es einmal verstanden hat und nicht schon wieder verwechselt wie ich. Ja und jetzt äh, mische ich mal den Stapel, ziehe 7 Karten, die lege ich hier rechts auch aus. Dann können wir die sehen und dann fahren wir einfach mal, ein, ich mal eine Runde normalerweise. Würde man hier zwei Runden fahren auf den ähm, auf USA, wenn man mischen könnte, wäre das auch nicht schlecht. Sieht man hier rechts, äh, links, äh, zwei Runden normalerweise eine Strecke. Und hier sieht man auch, wie viel, ähm, sieht man hier ein bisschen schlecht, aber sechs Heat ist normalerweise schon da und drei von diesen Stresskarten im eigenen Deck. Genau. Und so fährt man halt dieses Rennen. Jetzt decken wir mal sieben Karten auf. Wir fangen einfach mal an. Das wird, glaube ich, klar, wenn ich, wenn ich dann meine Aktion wähle und mache und tue. So. Dann haben wir jetzt hier ein paar Karten von alles von 1 bis 4. Und wir haben ja ein bisschen Luft, sage ich mal. Ne? Und ich fange an, weil ähm, immer der, der am weitesten vorne ist, der beginnt. Eine Runde, ein Zug. Geht ja immer rein rum sozusagen. Wenn welche auf demselben Feld stehen, dann ist diese dicke weiße Linie, die in dem Fall hier außen ist, entscheidend. Also wer näher dran steht, ist vorn. Die wechselt dann aber auch mal. Sieht man hier, hier ist sie nach außen. Und hier wechselt diese weiße Linie nach innen. Also der ist dann innen quasi, der innen steht im Zweifel. Er liegt vorne und fängt an. So, ich bin dran. Ich muss jetzt, ich bin im ersten Gang. Aber äh, erstmal geht es los natürlich hier. Ich kann hochschalten. Das mache ich auch. Ich schalte auf 2 hoch. Das kostet mich nichts. Wenn ich jetzt, ich könnte auch um 2 hochschalten. Dann müsste ich aber eine Heatkarte schon reinlegen. Will ich aber nicht. Ich gehe hier drauf. Und kann jetzt zwei Karten spielen. Genau. Und das mache ich auch. Ich nehme mal hier die 4 und die 4. Die spiele ich aus. Das ist mein Zug. Und dann bewege ich mich, das ist ja halt der Schritt, um insgesamt 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann bin ich da. Dann würde man prüfen in dem Schritt, wir können nochmal näher rangehen, damit man das ein bisschen besser sieht. Dann in dem Schritt könnte man prüfen, wenn ich Letzter bin oder bei einem 5- oder 6-Personen-Spiel auch vorletzter, könnte ich äh, sozusagen noch einen zusätzlichen Boost machen und auch eine Kühlung bekommen. Das ist aber in dem Fall nicht der Fall. Ich fühle ja. Dann würde man gucken, okay, hat man irgendwie Kühlung oder Hitze oder einen anderen Effekt äh, oder kann diesen Boost halt nehmen. Dann würde in dem Fall würde man das alles ausführen. Ich hätte jetzt eine Kühlung, weil ich jetzt hier im zweiten Gang bin und der zweite Gang ist halt noch so weit unten, dass ich eine Kühlung hätte. Wenn ich jetzt auf einer Hand eine Hitze hätte, könnte ich die wieder hier drauflegen. Habe ich aber nicht. Dann ist Windschatten im nächsten Schritt dran. Das heißt, wenn ich letzter bin, also hinter einem, also wenn jetzt hier einer stehen würde oder neben mir einer stehen würde, dann könnte ich noch zwei Felder vorfahren. Ist aber auch nicht der Fall. Dann... Kommt Kurvenprüfung dran, also ein, irgendwann geht das sehr schnell. Wenn man das ein, zwei, dreimal gemacht hat, ist man dann das, das, nee, das nicht, das nicht und fertig. Wenn man durch die Kurve fährt, muss man gucken, wie schnell ist man gefahren. Bin ich aber in dem Fall nicht, Mach mal dann, wenn die Kurve ist. Jetzt könnte ich noch Karten abwerfen. Natürlich keine Heatkarten, die müssen auf der Hand bleiben. Also alle Karten, die oben so ein Mülleimer, durchgestrichenen Mülleimer haben, kann ich nicht entsorgen in dieser Phase. Also ich könnte aber jetzt von den Karten, die ich jetzt hier, haben, die ich jetzt hier habe, welche entsorgen. Die Frage, will ich das? Ich habe äh, eigentlich Karten, damit kann ich gut durch die Kurve fahren. Und dann äh, ziehe ich hoffentlich große wieder nach. Also ich lasse die einfach mal auf meiner Hand. Ja, und dann werfe ich die, kommen natürlich hier hin, die gespielten Karten. Und ich ziehe auf 7 wieder auf. Das heißt, ja, da ist schon die erste Heat, die mit drin ist. Und noch eine Viererkarte. Das ist schon nicht schlecht. So, das war mein Zug. Ich stehe da. Jetzt ist der Gegner dran. Das heißt, wir müssen ja noch mal das. Legendendeck, das sogenannte Legendendeck. So. Und da ist jetzt Gelb dran. Und Gelb steht ja noch vor dieser Legendenlinie. Und dann decken wir hier mal eine Karte auf. Und dann gucken wir, okay, Gelb, 17. Mit 17 würde äh, Gelb. Die Kurve durchfahren. Das heißt, sie fährt nicht mit 17. Ja, wenn das hier zum Beispiel 11 wäre, dann würde ich einfach bis zum ja, einen Schritt vor der Kurve fahren. Aber mit den 17 würde die Kurve durchfahren. Das heißt, ich stelle einfach gelb auf die 2. Und dann gehen wir mal hier runter. Und sieht man hier, gelb kommt halt hier auf die 2. Und zwar immer, wenn man Platz hat, auf die Seite, wo die dicke Linie ist. So, dann ist der nächste dran. Dann ist äh, Rot dran, weil Rot weiter zur weißen Linie steht. Fährt 15, würde auch über die Kurve fahren. Das heißt, wir stellen Rot an die 2. Auch an die 2 und dann muss er halt hier außen stehen. Und dann haben wir noch Grün und Grün würde 18 fahren, wäre auch zu weit. Aber Grün ist halt unter dem Dreier, das heißt Grün kommt hier hin. Die ganzen Legenden, was die Sache auch so einfach macht bei den äh, Legenden, ist, dass die die nehmen keinen Windschatten, die können keinen Boost nehmen, sondern die nehmen wirklich nur das, was auf der Karte ist. Und dann ist der Zug schon vorbei. Dann bin ich wieder dran. So, jetzt könnte ich natürlich noch hochschalten, was natürlich durchaus eine Überlegung wäre. Ähm, denn ich habe viele niedrige Karten. Ich schalte mal einen hoch. Ich könnte natürlich, wenn ich in dem Gang bleibe, könnte ich diese Heatkarte abwerfen. Und ich habe ja eigentlich zum Beispiel, aber ich möchte eigentlich die kleinen Karten loswerden. Die könnte ich natürlich auch abwerfen. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich bleibe im zweiten Gang. Und würde einfach mal eine Dreier und eine Zweier spielen. Das wäre 1, 2, 3, 4, 5. Dann wäre ich durch die Kurve durch. Und nachher vielleicht hinten zu sein ist nicht das Schlechteste, aber ich bin jetzt noch gar nicht dran, stimmt nämlich genau. Jetzt wird natürlich die Spielereihenfolge entsprechend vorgegangen, sondern es fängt nämlich der an, der vorne steht und das ist gelb, weil gelb zur weiteren Linie ähm, drüben steht, also weiter an der weißen Linie steht. Das heißt, gelb fängt erstmal an. Wir decken wieder auf. So, und äh, jetzt wird natürlich wieder geguckt. Gelb ist quasi nach der, ähm, der Legendenlinie. Das heißt, gelb fährt die Kurvengeschwindigkeit plus die Zahl der Raute. Also 7 plus 1, also 8 Felder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann ist rot dran. Rot fährt auch 7 plus 1, also 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die gehen ja im gleichschritt nach vorn. Ein ähm, bisschen näher ran, genau. Dann... Äh, Grün, die sind irgendwie habe ich blöderweise die, die hier, zumindest auf der Karte, dieselben Sachen haben. Da geht auch 8 Felder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. reiz ich hier auch innen ein. Und jetzt bin ich dran, genau. Und ich spiele. Jetzt ist natürlich interessant zu sehen, wie fahre ich durch. Ich bin im zweiten Gang, ich könnte 7 fahren, das ist ja okay. Weil ich eben, und dann würde ich nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Mist, ich komme da nicht ran, dann spiele ich die 4 und die 3, das heißt ich bewege meine, meine 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jetzt bin ich natürlich noch zu weit hinter, um Windschatten zu bekommen. Das ist schon okay. Dann bleibe ich hier. Dann lege ich die ab. Ich prüfe natürlich nochmal. Also hier passiert nichts, ich kriege keinen Windschatten. Ich prüfe die Kurve. Ich bin mit 7 durch die Kurve gefahren. Das ist okay. Ja, und dann kann ich Karten abwerfen. Was ich glaube auch machen werde. Ich habe auch noch eine. Achso, eine Kühlung kann ich natürlich nehmen in dem Fall, indem ich diese Karte hier drauf lege. Von meiner Hand. Und da wir jetzt auf der Geraden sind und die 1 und 2er sind nicht so toll, weil ich glaube alle. Abwerfen und auf 7 neu aufziehen. Die kommt weg und ich ziehe sieben Karten nach. Jetzt kommen natürlich jetzt hier die schönen ähm, Karten mit dem Atre Also diese, ja, wie heißen die? Die Stresskarten. Aber da erkläre ich gleich, wie das funktioniert. Jetzt habe ich natürlich auch nicht so die besten Karten 1 und 0. Aber ich habe die Stresskarten und dann sehen wir gleich, wie das funktioniert. So, nächste Runde. Wir gucken natürlich, wie wieder vorne ist. Ähm, Im Grunde genommen ist gelb vorne, weil die, weiße, die dicke weiße Linie innen ist, ist gelb vorne. Wir decken eine neue Karte auf. Oh, und die ist ein bisschen unterschiedlich. So, und gelb ist jetzt wieder vor der Linie. Es würde aber mit den 19, würde gelb über die, ähm, ja, wieder über die Kurve drüber wegfahren. Das heißt, das passiert nicht. Das heißt, wir setzen gelb einfach auf die 3, weil da oben der Dreierwert ist. Und dann ist sie hier. Links unten auf der 3 steht die. Dann haben wir Rot und Rot für 10. Und das passt, weil wir stehen hier auf 15. Das heißt, wir gehen einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bis auf 5 hätte man auch ausrechnen können. Und jetzt steht Rot hier auf der 5 und schon ein bisschen hinter dem gelben Auto. Und grün fährt ähm, 16 und das kann es auch. Es fährt genau bis vor die Kurve. Denn wir stehen auf Feld 16. Das heißt, es fährt hier, jetzt habe ich natürlich mein Gesicht davor und hier auch. Aber müsst ihr mir glauben, es steht genau auf Feld 0 vor der Kurve. Innen, das heißt, grün führt jetzt könnte man überholen, wenn beide ja kann man. Also man blockiert nicht, man kann überholen, wenn die Straße besetzt ist. Das ist eben auch zum Beispiel anders als bei renneman GT. Man kann überholen, das ist, weil thematisch fahren halt alle gleichzeitig. Ja, man fährt halt im Spiel natürlich nacheinander, weil es irgendwie eine Regel geben muss. Aber thematisch fahren wir eigentlich alle gleichzeitig. Von daher gibt es keine Blockaden. Was natürlich aber nicht funktioniert ist, wenn zwei Autos ähm, jetzt hier nebeneinander, also wenn jetzt der gelbe, den merken wir, der stand hier, wenn das so steht und ich stand jetzt auf der 18, das merke ich mir, und ich würde hier ankommen und würde hier drauf landen, das geht natürlich nicht, dann muss ich mich dahinter einordnen. Also auf demselben Feld, beenden geht nicht, aber drüber wegfahren, wenn ich halt noch mehr Schritte, Schritte hätte, wäre kein Problem, das ginge. Also auch sehr einfach. Und jetzt bin ich dran, weil ich wieder letzter bin. Jetzt ist natürlich die Frage, jetzt kann ich mal, also ich spiele auf jeden Fall die fünf. Ich glaube, da müssen wir nicht groß drüber reden, weil ich will natürlich äh, ein bisschen Gas geben. Ich stehe immer hier so weit hinten auf der Geraden. Ja, und ich würde sagen, wir riskieren mal ein bisschen was. Wir spielen einfach zwei Stresskarten. So, und bei den Stresskarten funktioniert es einfach wie folgt: Wir decken von unserem Nachzugstapel einfach so lange Karten auf, bis so ein Symbol kommt, also eine Karte mit so einem Tarot-Symbol. Wenn die 5 gekommen wäre, wenn die Nachzugsstapel gewesen wäre, hätte die nicht gezählt. Die hätte auf meine Abwurfstapel gekommen. Also hier, die zählt schon mal und dann deckt man noch eine auf. Oh ja. Auch die drei, also das waren die beiden, die noch im Stapel sind. Also fahre ich jetzt 11 Schritte und da ich auf der 18 stehe, fahre ich jetzt genau bis zur 9. Äh, bis zur 7 natürlich. Jetzt bin ich auf der 7, jetzt kann ich natürlich überlegen. Jetzt einfach noch quasi einen Boost zu nehmen, weil ich ja wieder hinten bin. Ähm, das mache ich auch. Und der Boost bedeutet dann wieder, ich decke Karten auf. Und ähm, aber weil wir jetzt nichts mehr auf dem Nachzugstapel haben, müssen wir jetzt hier quasi den Nachzugstapel mischen. Und müssen dann davon nachziehen. Das ist wie die Stresskarte. Nur eben, ich kriege auf jeden Fall eine Hitze. Ähm, und dann gucken wir mal, was rauskommt. Alle ah, 4. Guck mal, die haben auch gleich mit dem Symbol. Dann fahre ich halt noch vier Schritte weiter. Das ist natürlich sehr gut gelaufen. 1, 2, 3, 4. Muss ich hier links neben dem stellen. Ähm, bekomme eine, nein, da, eine Hitzekarte von hier wieder hier rein. Weil ich diesen äh, Boost genommen habe. Genau, und dann hätte ich den Boost nehmen können, wenn man letzter ist. Dann fährt man einfach einen Schritt vorwärts. So war das, genau. Dann äh, wär, bin ich einfach von 7 auf 6 gefahren. Das bringt noch nichts, auch äh, eine Kühlung bringt es sogar noch. Also man kommt auf jeden Fall keine Hitze. Sorry, ich bin heute wirklich nicht ganz so fit, aber genau. Und dann kann ich mich noch entscheiden, ähm, ob ich einen Boost mache. Und der Boost wäre einfach zu sagen, okay, ich bekomme eine Hitzekarte und das habe ich ja gemacht, indem ich die Hitzekarte genommen habe in meiner Ablagestapel und dann decke ich nochmal Karten auf und dann fahre ich eben nochmal weiter. Genau, dann habe ich jetzt die vier gemacht, das nehme ich jetzt auch schon, obwohl es jetzt weniger Sinn macht. Jetzt hätte ich lieber einen Windschatten genommen, aber dann fahre ich vor und bin jetzt hier mit den Vieren auf äh, Platz. Die Frage wäre es vielleicht besser gewesen, ich nehme den Boost nicht. Äh, den Boost ja, aber nicht diese ähm, den Adrenalin. Dann hätte ich nämlich hier, wäre dann daneben und jetzt hätte ich Windschatten machen können und dann wäre ich da. Das bin ich nämlich ein Feld hinter dem Grünen. Im Endeffekt stehe ich jetzt Platz 2, weil ich halt jetzt äh, durch, den, durch diese zwei Stresskarten eben gute 3er-Karten jeweils gezogen habe. Dann nochmal den Boost genommen habe, der mir zwar eine Hitze bringt, aber ich habe eine 4 karte gezogen und so bin ich insgesamt jetzt. Ähm, mit Windschatten, den ich ja dann auch noch genommen habe, bekommen habe, weil ich neben, der gelben, neben dem gelben Fahrzeug stehen geblieben bin, habe ich so insgesamt ähm, 10, 15, 17 äh, Schritte gemacht. Weil, also man kann wirklich, wenn man clever spielt ein bisschen und in Karten hat, ein bisschen Glück hat, kann man wirklich äh, sehr weite Züge machen. Die werfen wir jetzt alle ab auf den Nachzugstapel oder auf den Abwurfstapel besser gesagt. Und dann ziehen wir wieder. Auf unsere sieben Karten auf. Das sind jetzt hier wieder ein bisschen kleinere Karten, was aber nicht schlecht ist. Ähm, wobei, ich bin natürlich einen Gang hochgegangen, habe ich gerade festgestellt. Also, sorry, es läuft etwas unrund, aber natürlich habe ich beschleunigt. Das habe ich natürlich vergessen zu sagen am Anfang, weil ich habe ja drei Karten gespielt. So, jetzt versuchen wir mal ein bisschen aufzupassen. So, jetzt sind wir wieder im Modus und zwar gucken wir wieder, der grüne liegt vorne, den du gerade nicht siehst. Und dann decken wir wieder eine Karte auf. So, und der grüne steht natürlich jetzt hinter der Linie. Das heißt, wir gucken, was er fährt. Er hat das 2 oben, die Kurve ist eine 3er-Kurve, das heißt, er fährt 5. Das heißt, wir machen wir hier hin, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Dann bin ich dran. Ich bin im Gang 3. Ich schalte runter, weil jetzt kommt nämlich eine 3er-Kurve, die ist ein bisschen eng. Ich schalte in Gang 2 runter und spiele einfach eine 2er- und eine 1er-Karte, weil dann fahre ich sehr entspannt durch die Kurve durch mit zwei Karten, die ich ausspielen kann: ähm, 2 und 1 von der Hand und fahre drei Felder weit: 1, 2, 3. Da seht ihr mich auch vorkommen. Und ähm, dann prüfe ich natürlich, ich habe jetzt keinen Windschatten. Ähm, ich könnte natürlich ähm, den Athalinikal nicht machen, weil ich nicht letzter bin. Aber ähm, einen Boost mache ich auch nicht, weil das zählt natürlich zur Kurve dann dazu, weil ich jetzt aufdecke. Das heißt, ich würde dann relativ viel Heat bekommen. Muss ich aber nicht, ich bin durch die Kurve durch, alles gut. Ähm, und wie gesagt, die Kurve war eine Dreierkurve und ich habe drei Geschwindigkeit gehabt. Passiert nichts. Ähm, ich ziehe wieder nach. Ich könnte natürlich Karten abwerfen. Die Frage, ob ich die 0 abwerfe oder einfach behalte für da hinten. Die 0 ist nicht schlecht, dann könnte man nämlich. Die ist irgendwann nicht schlecht, um einen hohen Gang durch eine Kurve zu fahren. Könnte man 0 und 1 auch rausspielen. Ne? Ja, mal sehen. Okay. Ähm, dann ist der gelbe dran. Der gelbe. Fährt die Kurve plus 0, das heißt, er kommt noch nicht mal durch die Kurve durch, er bleibt 1 vor der Kurve stehen. Und der rote, der fährt Kurve plus 3, das heißt 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, das heißt, die hängen jetzt hier hinter mir in der Kurve. Ich bin auf Platz 2, der grüne ist ein bisschen weg. Aber okay. Das sieht schon ganz okay aus. Ich bin zumindest noch dabei. Aber was bei dem Spiel wirklich auch cool ist, auch wenn ich jetzt hier ein bisschen, äh, gerade aus meinem eigenen Zug, ein bisschen holprig spiele, aber die äh, Legenden spielen sich nicht nur schnell und einfach, sondern die sind auch wirklich kompetitiv dabei. Also die sind immer mit von dabei, man muss wirklich schon gucken, muss sich wirklich strecken, um diese zu, äh, zu besiegen. Und das Schöne ist halt, man, wenn man jetzt zu dritt zum Beispiel spielt oder zu viert, kann man trotzdem noch äh, zwei oder drei von diesen Legenden mit in die Partie nehmen, äh, um einfach ein volles Fahrerfeld zu haben. Ich hätte jetzt auch mit sechs fahren können, das wäre kein Problem gewesen. Also mit fünf Bots sozusagen. Aber ich dachte mir, vier äh, wird schon kompliziert genug heute. So, dann sind wir in der nächsten Runde. Grün fängt an, das heißt wir decken auf. Und Grün hat hier 15, wäre aber wieder über die Kurve drüber weg, weil auf Feld 11 vor der Kurve steht. Das heißt, wir stellen ihn auf die 2. Das heißt... Gucken wir mal hier hoch, da wird jetzt grün auf die 2 gestellt. Und zwar innen, weil hier die dicke weiße Linie ist. Dann gucken wir auch bei, aber ah, jetzt bin ich ja mal dran, genau, Silber. Das bin ich ja. Jetzt ist die Frage, jetzt können wir natürlich schön Gas geben. Wir sind äh, im zweiten Gang. Ich würde sagen, wir schalten mal hoch im dritten Gang. Das heißt, wir können drei Karten spielen. Und da versuchen wir mal schön ranzufahren. Dann spielen wir die. Vier. Und nochmal die vier Dann sind wir acht Felder. Das heißt, da sind wir auf Feld 6 dann vor der Kurve. Aha. Könnte ich noch eine 2 spielen, die ich noch habe? Seht ihr seht da Hier seht ihr meine Karten, die ich noch habe. Ich könnte mit der 2 spielen. Machen wir das hier mal aus. Ich glaube, das ist Planet war. Na, besser. Ähm aber ich könnte natürlich auch diese Adrenalin-Karte spielen, weil das Maximum, was kommen kann, wäre eine 5er. Dann stehe ich immer noch vor der Kurve. Ich glaube, ich spiele noch die Adrenalin. Wir müssen mal ein bisschen, ein bisschen Gas geben, um hier ranzukommen. So, das ist meine Karte, äh, mein, mein, mein Zug sozusagen. Dann decke ich vom Nachzugstapel für, äh, für die Stresskarte Karten auf. Okay, eine 3, alles gut. Okay, dann habe ich insgesamt 11 Schritte. Das heißt, ich lande auf Feld 3 von Feld 14 mit 11 Schritten auf Feld 3. Jetzt bin ich hinter dem grünen Wagen. Ja. Das heißt, ich kann auch Windschatten. Ich könnte natürlich jetzt noch mal Boost spielen, aber das wäre so kurz vor der Kurve ein bisschen selbstmörderisch. Ich kann aber Windschatten nutzen, weil ich hinter dem Auto stehe. Das heißt, so bin ich vorbei und habe ja, kurzzeitig die Führung übernommen. Mal gucken, was die anderen jetzt machen an den äh, von den Bots. Ich leg mal meine Karten erstmal wieder auf den Ablagestapel. So, jetzt seht ihr natürlich nicht, der Rot ist der nächste, der steht schon hinter der Kurve. Das heißt vor dem nächsten Legendenmarker. Das heißt, der fährt 13 fährt er auch, weil er steht auf Feld 15. Das heißt, er stellt sich genau neben mich. 15 minus 13 ist 2, das heißt, er steht hier auf der 2. Das heißt, vor der nächsten Kurve, beziehungsweise nicht neben mir, neben dem Grün, aber ich bin immer noch vorne. Genau, und dann haben wir noch den Gelben. Und der Gelbe, der ist noch vor der Kurve, das heißt, der muss die 0 nehmen. Und der fährt 0 plus 3, der fährt 3. Das heißt, der Gelbe ist wirklich ziemlich abgeschlagen. Also dadurch, dass er jetzt die Kurve nicht gekriegt hat, Hängt der gelbe hinterher, aber das ist mir eigentlich noch mal, als normaler Fahrer auch schon passiert. Also, wenn du, wenn du es nicht schaffst, mit allen anderen durch die Kurve zu fahren, äh, dann hängst du sehr schnell sehr zurück und dann ist es fast, also wieder schwer ranzukommen. Natürlich kannst du dann du dieses Adrenalin immer nutzen, also nochmal quasi einen Schritt weiter machen. Du kannst mehr versuchen, äh, schneller durch Kurven zu fahren, weil du ja als letzter auch hier dann immer so ein, ähm, sieht man ja hier, so ein. So Links bekommst eine Kühlung los. Also, die haben schon was eingebaut, dass du als Letzter noch ein bisschen mehr Risiko fahren kannst, um aufzuholen. So, dann gehen wir das mal weg. Ja, dann bin ich Stadtspieler. Ich habe noch gar nicht nachgezogen, sehe ich gerade. Das machen wir schnell mal. So, dann haben wir hier den Stapel aufgebaut, Da müssen wir wieder mischen. Da ist natürlich auch wieder eine Heatkarte drin. Zwei Karten brauche ich noch. Aber ich komme schön durch die Kurve. Es kommen natürlich zwei enge Kurven, muss man sagen. Man sieht es hier. Es kommt eine Dreierkurve und dann kurz danach eine Zweierkurve, bevor es dann wieder Richtung Ziel geht. Und wir wollten ja nur eine Runde fahren. So, die Frage ist, wir schalten jetzt. Schalten wir runter? Ist die Frage, ne? Wir haben eigentlich schön viele niedrige Karten. Wir könnten jetzt einfach. Ja, runterschalten macht schon Sinn, oder? Trotz, aber dahin kommt eine Zweierkurve bei. Wenn ich jetzt mit den hier durchfahre, dann stehe ich genau hinter der Kurve. Danach könnte ich dann sogar mit den ein bisschen höhere Karten spielen, um direkt... Ah, ich will aber eigentlich in zwei Zügen durch die zwei Kurven kommen. Schaffe ich aber nicht, ne? Nee, das schaffe ich nicht, das macht keinen Sinn. Ähm Und die brauche ich eigentlich nachher für die Zweierkurve. Okay, wir schalten mal einen runter. Ich würde einfach mal im zweiten Gang die zwei spielen. Wir spielen das mal ein bisschen defensiv. Ich könnte natürlich jetzt auch auf Heat gehen. Hm. Mal schauen. Bin mir da nicht sicher, ob das so clever ist. Aber jedenfalls äh, habe ich jetzt diese Karten ausgespielt. Da bewege ich mich. Ich bewege mich 1, 2, 3. Ich bin hier oben durch die Kurve durch. Ähm, ja, da passiert nicht viel, ich bin nicht letzter. Boosten macht wenig Sinn, weil das würde ja auf die Gesamtgeschwindigkeit auf, aufgerechnet und dann würde ich viele Heatkarten bekommen. Ähm, ich habe auch keinen Windschatten. So, ich prüfe Kurve 3, bin ich gefahren, alles gut. Werden abgeworfen. Und dann könnte ich noch Karten abwerfen, aber das mache ich nicht. Die kann ich sowieso nicht abwerfen, die Stresskarte. Die anderen behalte ich mal lieber. Okay, dann sind die anderen dran. Dann decken wir hier mal die Karte auf. Dann ist als erstes grün dran, weil grün innen ist. Ja, und grün fährt Kurve plus 1, das heißt, grün fährt 4. 1, 2, 3, 4 steht also neben mir. Rot dasselbe. Jetzt würde der Fall passieren, rot würde jetzt eigentlich auch 4 sich bewegen können, würde jetzt auf das Feld fahren. Ähm, aber da wir da stehen, muss ich Rot quasi hinter uns einordnen und dann natürlich wieder an der dicken Linie. Und dann ist Gelb dran. Gelb steht noch ein bisschen weiter hinten, holt jetzt aber ein bisschen auf. Ähm, kann jetzt leider nicht die 16 fahren, die es hat, weil es auf Feld 13 vor der nächsten Kurve steht. Aber es fährt dann zumindest auf das Feld 2, das heißt hier ran. Das heißt, Gelb hat wieder ein bisschen aufgeholt. Ist noch nicht ganz dran. Aber wir werden sehen. So, nächster Zug. Ich muss natürlich Karten aufdecken. Das macht man eigentlich immer am Ende des Zuges. So, das sind meine Karten. Eine schöne Fünferkarte. Die ist natürlich nachher für den Sprint auf das Ziel nicht schlecht. Jetzt könnte ich natürlich mal riskieren. Wobei. Ich bin jetzt im zweiten Gang. Wenn ich jetzt richtig versuche ranzufahren. Ich habe zwei Dreierkarten. Ich könnte direkt bis... Ja, ich hätte noch ein bisschen weiterfahren müssen schon mal... Ja, es macht wenig Sinn, ne? Ich komme nicht durch die Kurve durch jetzt. Ha. Zweiter Gang. Ja, es ist wirklich knifflig. Ich würde mal eine Dreier und eine Zweier ausspielen. Oder fahre ich direkt bis ran zur Not? Dass ich dran stehe an der Kurve. Komm, wir spielen mal eine 2 3 aus. So, das heißt, ich fahre 6. Genau, und äh, wie man es hier an der Übersicht sehen kann, wenn ich jetzt 6 fahre, dann fahre ich genau bis hier vor die Kurve. So. Genau. Und äh, dann passiert eigentlich nichts. Ich bin ja wieder nicht hinten. Boosten möchte ich nicht. Windschatten habe ich nicht etc. So, ich bin nicht durch die Kurve gefahren. Das war mein Zug. Oh, das bin ich ja gar nicht. Natürlich bin ich das. So, jetzt ist Grün dran. Wir decken wieder die Legendenkarte auf. Grün ist noch vor der Linie. Das heißt, er würde eigentlich 10 fahren. Aber wie gesagt, da ist es nicht mehr so weit. Es sind nur 6 Schritte. Das heißt. Er setzt sich auf die 0 neben mich. Ich bin immer noch vorne, immerhin. Ähm, dann haben wir Rot. Dasselbe in Grün, würde sich auf die 0 setzen, aber da 0 besetzt ist. Kommt er hinten ran. Ja, und gelb ist allerdings noch vor der Kurve vorher. Das heißt, diese 15 kann er natürlich auch nicht fahren. Er fährt aber, weil er schon vor der Kurve direkt ist, ähm, die, also hinter dieser legenden Linie von der Kurve, also hinter der Linie. Fährt er 2 plus 3, er fährt also 5, 1, 2, 3, 4, 5. Immer noch ein bisschen zurück. Ich bin mir nicht sicher, ob Gelb noch das aufholt. So. Ich decke mal meine Karten auf. So. Ja. Dann bin ich wieder dran. Ich stehe immer noch näher an der weißen Linie. So, jetzt könnte man natürlich ein bisschen mal sagen, was soll jetzt. Wir nehmen einfach Heat. Weil ist egal. Ich habe noch den ganzen Stapel. Das heißt, wir können richtig mal Gas geben. Das heißt, ich würde mal hochschalten in den dritten Gang und dann würde ich am besten kann drei Karten spielen. Hm. Die Gegner würden 2 plus dann maximal 5 fahren. Wenn ich 5 fahren würde, wenn ich die 4, die 1 und die 0 spiele, würde ich 3 Heat bekommen, was aber, wie gesagt, eigentlich auch egal ist. Die Frage ist auch, ob wir einfach die 0 wegnehmen und die 2 spielen. Das sind 7. Ich würde 5 Heat bekommen. Das sind, ich habe genug in der Deck. Ich habe 6 im Nachzugstapel von meinem Dings. Also kann man jetzt nochmal sagen, am Ende quäle ich nochmal den Motor. Das heißt, ich spiele einfach mal die 7. Genau. Ähm, die decke ich auf. Die muss ich mich natürlich dann bewegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, dann äh, bin ich wieder nicht hinten. Ähm, ich habe keinen Windschatten, aber ich bin natürlich durch die Kurve gefahren. Und zwar, ich bin mit einer 7 Geschwindigkeit völlig quietschend durch die Kurve gefahren, durch eine 2er Kurve. Das heißt, ich würde 5. 5 Heat bekommen, die ich auch noch habe, das ist, solange ich die habe, ist okay, wenn ich, wenn ich Heat bekommen würde und der Stab ist leer, dann passiert das, was hier aufgezeichnet ist. also auch ein sehr schönes äh, sehr schöne Illustration. Ich setze mich wenn der Sätzefeld vor der Kurve. ich müsste mich also wieder zurücksetzen, bleibt quasi stehen. Je nachdem welchen Gang ich bin, bekomme ich auch noch Stresskarten. in dem Fall würde ich zwei sogar an mein Deck bekommen und der Gang wird auf den ersten Gang zurückgesetzt werden. Also, man sollte immer darauf aufpassen, dass man nie auf null Heatkarten kommt und noch ziehen müsste. Oder eben mehr ziehen, als man noch hat. Genau. Okay, dann habe ich das gemacht. Jetzt werfe ich die ab. Jetzt überlege ich noch. Jetzt werde ich nämlich noch die 0 abwerfen. Die Stresskarten, die lassen wir mal. Und dann ziehen wir mal nach vier Karten. Oh, eine Vierer, sehr gut. Noch eine Vierer, oh, das sieht sehr gut aus. Sehr schön. Ja, die Gegner sind wieder dran. Grün ist dran, ähm, fährt, ist noch vor der Kurve, das heißt 3 plus 2 fährt seine 5, die ich auch vermutet hatte. 3, 4, 5. Ähm, rot fährt ebenfalls 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und Gelb hat einfach nicht so viel Glück mit den Karten. Ähm, würde 14 fahren, tut es aber nicht. Das heißt, wir setzen es auf Feld 1, hängt ganz schön hinterher. Ja. Und dann geht's in den finalen Zug, weil wir jetzt durchs Ziel fahren und ich würde einfach sagen, das Spiel ist mal beendet. Einfach mal zeigen, wir können es ja vielleicht nächstes Mal, wenn es dann noch ein bisschen runterläuft und ich ein bisschen fitter bin, einfach mal zwei Runden fahren oder so, mal schauen. Aber ja, ich fange an. Ich bin Startspieler, ich bin Erster, weil ich vorne liege. Ja, und ich habe, äh, ich schalte einfach hoch in den vierten Gang, weil hier gibt es keine Kurven, also obwohl es eine Kurve ist auf dem Spielplan, ist äh, spieltechnisch nur dann eine Kurve wenn äh, so ein Symbol ist, so ein Kurvensymbol. Das gibt es hier nicht. Das heißt, man kann hier durchbrettern. Das ist halt eine lange krumme Gerade sozusagen. Das heißt, ich spiele einfach mal die 2, 4 und die 5 und dazu noch eine, Stre eine Stresskarte. Das heißt, ich decke auf. Die zählt nicht, die kommt auf den Ablagestapel. Ja, oh, die zählt. Das heißt, ich fahre genau 16 Schritte. Und da ich hier auf dem Feld 17 vor der nächsten Kurve. Stehe, fahre ich, durchziehe bis hier außen natürlich, weil die dicke Linie ist. Bin ich also 16 Schritte jetzt gefahren. Genau. Ja, das war auf jeden Fall ein guter Zug. Das kam weg, das war von eben. Ne? So, Aklagestapel, alles okay. Ich habe eine Menge Hitze in meinem Motor, aber das ist am Ende egal. Ich kann damit arbeiten, das ist gut. Jetzt werden noch die Gegner aufgedeckt. Wenn sie hier natürlich jetzt sehr weit ziehen würden, das heißt, wenn mehrere Fahrzeuge in derselben Runde, im selben Zug quasi über die Ziellinie fahren, dann guckt man, wer weitergefahren ist. Das heißt, es kann durchaus noch passieren, selbst wenn man gut drüber fährt oder als Erster quasi drüber fährt, dass die anderen noch quasi weiterfahren und damit gewinnen. Was allerdings in der letzten Runde nicht mehr gibt, das ist hier angezeigt, es gibt in der letzten Runde, das sieht man ja hier, es gibt in der letzten Runde keinen Windschatten. Also es wird nicht nach dem Ziel noch Windschatten in irgendeiner Form ähm, ja, aufgerechnet. Ja, die Grünen sind dran. Grün fährt 12. Das heißt, jetzt haben sie etwas die niedrigeren ähm, ja, Werte. Wenn jetzt Grün 19 gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich ein Problem gehabt. Ne? Dann wäre nämlich Grün bis ein Feld vor, äh, ja, vor die nächste Kurve gefahren und hätte noch gewonnen. So hat Grün aber 12, das heißt auf 7. Rot fährt 17 immerhin, das heißt, bis auf 3. Das heißt, Rot zieht noch an Grün im Ziel vorbei. Ja, und gelb hängt hinterher, ist noch vor der letzten Kurve. Das heißt 1 plus 3. 1 plus 2 sind 3. Das heißt, Gelb hat es wirklich abgehangen, weil sie eine Kurve nicht bekommen hat hier hinten und das hat sie natürlich dann sehr abgehangen. Ja, also das war jetzt das etwas holprige äh, Beispielrennen von Heat, was wirklich äh, sehr easy ist. Also noch einfacher, eigentlich, wenn man es äh, wirklich mit nur mit Menschen spielt. Aber selbst mit, ähm, mit diesen Bots ist das durch diese äh, Legendenkarten äh, äh, eigentlich relativ easy und wirklich schnell eigentlich abgehandelt. Man muss halt ein bisschen darauf achten, was man halt machen kann, gerade wenn man dran ist und letzter ist, dass man auch hier zusätzlich halt nochmal so ein. Adrenalinschub bekommen kann. Hallo, Fermer. hi, schön, dass du dabei bist. Äh, ich bin gerade dabei, äh, Heat zu beenden. Ich habe gerade erfolgreich eine Runde Heat äh, bin ich gefahren und habe gewonnen, obwohl es zwischendurch, ja, es war durchaus eng, halbe Strecke lag ich hinten, habe dann überholt, äh, habe dann am Ende ein bisschen, ein bisschen Hitze ähm ja, die Upgrade-Karten sind super. Die wollte ich jetzt mal nicht reinnehmen. Ich bin heute sowieso nicht ganz so fit und da dachte ich mir mit den Upgrade-Karten. Aber die Upgrade-Karten sind natürlich super, weil du an sich ins Spiel schon grundsätzlich... Ja, ich bin nur eine Runde gefahren. Ich wollte ja nur mal zeigen, wie es grundsätzlich funktioniert. Aber wenn ihr Bock habt, können wir da gerne äh, das nächste Mal auch mal zwei Runden fahren oder so. Ich wollte nur einfach mal grundsätzlich Heat mal zeigen und äh, mal ein bisschen zeigen, wie die Bots funktionieren. Und äh, nächstes Mal zeige ich dann sicherlich mal die Upgrade-Karten. Also ist sowieso ein super Ding. Ne? Also man hat hier... Ja, ein extra ähm, Regelheft noch zusätzlich, ein zweites Regelheft mit den äh, Profi-Regeln und der Meisterschaft. Das heißt, man hat hier Upgrade-Karten drin, wo man sich halt ähm, ja, mit dem eigenen Rennwagen drei Upgrade-Karten nehmen kann. Und ähm, dann halt verschiedene Dinge. Also Bremsen kann man zum Beispiel entscheiden, ob man zwischen, äh, die haben halt zwei Werte, äh, wo man dann äh, ja. Über, äh, sich überlegen kann, ob man den einen oder den anderen nimmt. Ähm, dann gibt es Motorkühlung, die haben halt zusätzlich nochmal eine Kühlung, immer wenn man die ausspielt. Es gibt andere, also es gibt wirklich, es ist Wahnsinn, was in der Box alles drin ist. Also die meisten neuen Spiele, wenn die rauskommen, dann äh, nehmen ja eher die Entwickler noch äh, Module raus, aber bei Heat haben die wirklich einiges reingepackt hier. Genau, verschiedene Möglichkeiten, dann auch noch im, äh, ja, in der Meisterschaft zu fahren und dann Meisterschaftspunkte zu, zu sammeln etc. Es gibt halt die Legenden, die habe ich ja schon genutzt hier. Genau, es gibt Wetter, das heißt, man hat hier noch so Wetterplättchen ausliegen und die bestimmen halt bestimmte Dinge, die verändern halt zum Beispiel die Kurve, dass man halt schneller oder langsamer durch die Kurve fahren kann oder zusätzlich Heat bekommt, wenn man irgendwie durch eine Kurve fährt etc. Das ist mit dabei. Die sind auch hier alle erklärt. Und hier, wie gesagt, die Meisterschaft, da gibt es extra Plättchen für die Meisterschaften, bestimmte Voraussetzungen, es gibt Sponsoren. Die man bekommen kann. Das heißt, wenn man durch irgendeine Kurve ähm, besonders spektakulär durchfährt, bekommt man so eine Sponsorenkarte und kriegt nochmal einen Einmaleffekt, effekt den man ausstellen kann. Da gibt es ja so niedliche Standys auch. Ähm, solche Sponsoren, also äh, solche Fotografen. Die stellt man dann halt in bestimmte Kurven und wenn man dort eben ja, mit möglichst viel Heat durchfährt, dann äh, bekommt man so eine Sponsorenkarte. Also es ist schon ein ziemlich, ein ziemlich geiles Spiel, schon, was die was das Grundspiel angeht. Und äh, dieses Insert. Es hat noch Plätze für zwei weitere Autos, also fürs Material, für zwei weitere Spieler sozusagen. Und ähm, da kommt mit Sicherheit eine Erweiterung.